Hey Leute, willkommen zu einem Regenrennen in F1 2018 zusammen mit Jan. Hi. Hi. Ich habe trainiert, aber natürlich nicht im Regen. Ja, das Rennen regnet es aber nicht. Nee, dann im Rennen regnet es. Aber Alter, wir müssen uns im Regen qualifizieren. Willst du mich komplett verarschen? Zum Glück bin ich ja der Regengott. Oh, Leute. Ich finde, das hätte ich eigentlich gar nicht so schlecht im Regen. Jetzt, wie er sich schon wieder selbst lobt, ne? Danke sehr, ja. Aber in Deutschland hat man gesehen, wir fahren nicht schlecht im Regen. Deswegen. Ja, wir fahren nicht so schlecht, aber. Ja, ich weiß nicht, wie es im Qualifying endet. Keine Ahnung. Nee, das weiß ich auch nicht. Hauptsache nicht in der Wand. Oh, die Uhr ja. Hoch. Ach, fährst du schon? Ja, natürlich. Ja, ich fahr auch. Die ganze Zeit, weil die Reifen benutzen wir ja sowieso nicht. Also, Leute, natürlich wieder aus beiden Kanälen, aus beiden Sichten. Und natürlich hier wieder mit den Red Bull-Sachen. Und natürlich mit Lex. Ein bisschen, ja. Also es ist ein bisschen besser, aber noch nicht komplett weg, weil Vodafone es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Ich verstehe nicht, was die machen, wie das nicht auf die Reihe bekommen, aber sie bekommen es nicht auf die Reihe. Also ganz, okay, ganz, aufpassen. Ganz, ganz selten lag ich jetzt nochmal. Ich hoffe nicht zu oft. Wetterbericht. In 5 bis 10 Minuten hört der Regen auf. Das ist ja natürlich echt unpassend. Also Jan hat trainiert, ich nicht. Ja, aber nur trocken habe ich trainiert. Genau, Jan hat trocken trainiert, vor allem auch was ganz Besonderes, ja. Ganz den oft. Den Start. Ja. Den Start trainiert. Mal gucken, wie das dann heute so läuft. Wahrscheinlich wird der Start absolut Katastrophe. Ich würde schon ein bisschen schmunzeln. Wenn es tatsächlich so wäre. Aber mir würde es natürlich auch gefallen, wenn du richtig gut startest. Ich also Belgien ist eine der längsten Strecken von der Kilometeranzahl pro Runde. Okay. Deswegen gibt es auf dieser Strecke, ich glaube, das ist auch die einzige Strecke, wo es nach dem ins Ziel fahren keine Ehrenrunde gibt, weil die Strecke wirklich so lang ist. Echt und jetzt? Das, Benzin dafür nicht ausreichen würde, ja. Ist wirklich so. Cool. Das ist die einzige Strecke, wo man nicht dann nach dem Ziel noch eine Runde fährt. Bleiben die Pass, dann einfach oder? Stehen? Was sie genau machen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall fahren sie keine extra Runde. Die werden dann irgendwo wahrscheinlich einen Ausgang fahren, den es da gibt. Okay, das ist echt crazy. Witzig, wusste ich noch nicht. Ja, was ich sagen wollte, also ich habe auf jeden Fall nicht trainiert. Ich bin seit dem letzten Mal nicht mehr gefahren. Ich habe ja in der letzten Folge Jan überholt. Interessant. Ja. Das wird sich heute... In den letzten Rennen nicht ganz so viel Glück, außer in Deutschland, ja. Das war eigentlich ganz gut. Das wird sich heute aber wahrscheinlich wieder ändern. Ich bin auch gespannt jetzt, wie gesagt, wenn ich kenne die Strecke nicht so richtig, ich bin noch nicht richtig eingefahren und jetzt muss ich mich einfach auf Regen einfahren. Das heißt, ich lerne die Strecke anders kennen als bei Trocken und dann im Rennen fahre ich wieder ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, keine so gute Idee, aber naja. Bin wirklich gespannt, wie wir uns hier qualifizieren tatsächlich. Also ja, ich auch. Hatte jetzt schon hier in meiner ersten gezetteten Runde, die ich jetzt gerade noch fahre, schon den einen oder anderen Quersteher, aber ich habe jetzt natürlich auch Autos vor mir. Das ist natürlich richtig bitter. Das ist unpraktisch, ja. Ich habe gesehen, ich habe gerade den einen Randstein sehr gemieden. Ich kenne ihn. Ja, das hat er mir gerade erzählt. Dass es da wieder in dieser einen Linkskurve, ähnlich wie auf Ungarn, so einen komischen Huppel da gibt, an dem man gut rausrutschen kann. Da habe ich jetzt aber auch überhaupt keinen Bock drauf. Oh nein! Mein Auto ist kaputt. Okay. Ganz kaputt? Nein, zum Glück nicht. Ich bin auch auf den Randstein gefahren gerade. Cool, danke. Aber Boxenstopp. Boah, ich fahr so schlecht, ne? Mist. Es ist unglaublich, wie scheiße ich gerade fahre. Ich denke, dass ich scheiße fahre, ich weiß es nicht.
Nur wegen Sainz. Ich wollte irgendwie an ihm vorbei und bin dann doch zu schnell rausbeschleunigt und dann ab in die Bande. Vielleicht fahre ich ja ganz gut, ne? Ich weiß es nicht. Ach, scheiße. Aber ich schätze es mal nicht so krass ein. Das ist echt nicht leicht. Vor allem hier eigentlich mit Benzingemisch Max zu fahren und so, das ist alles nicht so geil eigentlich. Ja, kann man ja runterstellen. Ja, klar, aber will man das fürs Qualifying? Oder wie fährst du denn? Muss fährst man du nicht vielleicht. Mit Max? Doch. Aber muss man eventuell. Weiß ich nicht, ob das besser ist oder nicht. Ist mehr Gefühl auf dem Gas haben. Hey, Magnussen. Ah doch, das bringt. Ja, direkt wieder rausfahren, ne? Bringt ja nichts. Bringt ja nichts, das stimmt. Erster bin ich schon mal geworden. Ich weiß nicht, ich habe eine 2-Minuten-Zeit gefahren. Da merkt man, die Runde ist echt lang, vor allem im Regen. Zum Glück fahren wir nicht. Was? Das Rennen nicht. Wie geil! Magnus war gerade hinter mir, ich bin mal aus Spaß einfach auf die Bremse gestiegen, der ist mir voll raufgefahren. Du hast keine Strafe bekommen. Nee. Cool. Also der ist wahrscheinlich, muss der dann wieder an die Box. Ups. Das war natürlich jetzt ein richtiger Assi-Move, Leute, aber es war zu geil, der war so nah hinter mir, ich musste es einfach machen. Also da sind schon ein paar Teile geflogen. Magnussen hat auch heute in echt einen abgeräumt. Wie ist das Rennen heute verlaufen? Fette Scheiße. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Ich wollte es mir unbedingt angucken, aber war gestern noch einkaufen. Habe ich in der Insta-Story erzählt. Ihr könnt mir gerne bei Instagram folgen, Leute. Jan natürlich auch. Aber wie ich in der Insta-Story erzählt, deswegen hatte ich gestern nicht mehr so viel Zeit. Naja, das war auf jeden Fall. Also ein spannendes Rennen eigentlich. War sehr unterhaltsam. Aber für Vettel. Nicht gut. Unglücklich gelaufen. Mal wieder. Ja. Das ist natürlich. Und es ist halt wirklich scheiße, dass Mercedes aber so stark ist. Die haben einfach das viel bessere Auto. Das ist so doof. Tja, machst du nix. War Verstappen war richtig gut. War Red Bull-Fahrer hier. Alter. Ich glaube ja tatsächlich, du bist Raikön, ich bin Verstappen, so wenn man es genau nehmen würde. Ist ja eigentlich scheißegal. Wir sind wir. Aber ja. Okay, Magnussen ist auf jeden Fall in der Box. Der ist auf jeden Fall nicht mehr hinter mir. Oh, hier liegen noch ein paar Teile. Das war zu geil einfach. Sorry, Magnussen. So, jetzt bitte ohne Fahrer vor mir. Oh mein Gott, das ist ja schon mal richtig geil gelaufen. Oh, das war nicht gut, die Kurve. Aber wieder aufs Gas. Komm. Wetterbericht. Oh, das ist interessant. Ich gehe an die Box. Was? Oh, Glück gehabt. Was? Es schlägt das Wetter um. Der ist aktiviert. Oho. Okay. Boxenstopp. Ich weiß Bescheid. Park. Ja, soll ich jetzt an die Box fahren oder nicht? Weil ich habe gerade minus 1. Also eine Sekunde besser. Ach, wie du das willst. Ach komm, ich nehme die mit. Auch wenn ich mit Trockenreifen wahrscheinlich nochmal besser fahre. Und es sich daher wahrscheinlich wenig lohnt. Schnell, ohne zu sterben, an die Box. Eine Park. Sekunde würde ich schon gerne noch mitnehmen. Eine gute Sekunde ist es, ja. Ha, wieso bin ich rausgefahren? Wieso zeigen die mir das nicht früher? Die Blöden. Und vor allen Dingen, die haben es mir ja gar nicht gesagt. Ich musste ja nachfragen. Ich habe extra nachgefragt, weil es schon so aussah. Ich fand das, ja. Das sah schon total so aus. Deswegen, und dann habe ich extra nachgefragt. Okay, dann müssen wir jetzt ganz schnell wieder an die Box kommen. Boxenstopp. Boxenstopp! Mann!
Max, stopp! Im Qualifying hören die irgendwie schlecht, finde ich. Die hören immer scheiße, Mann! Boxenstopp! Ja, Mann! Ah, ein bisschen hier rumschreien. Nee, Leute, das ist nicht ernst gemeint. Ich mach das nur aus Spaß. Ich hab grad gute Laune. Boxenstopp. Er checkt's einfach nicht. Er ist einfach absolut dumm. Einmal hat der Fahrer vor mir angenommen, der bisher gar nichts anderes. Box hin, stop. Jetzt hat er es angenommen. Ah, ich liebe es. Alter, mit komplett roten Frontflügel jetzt fahren macht auf jeden Fall keinen Spaß. Wo bist du? Bin jetzt gleich bei der Boxeneinfahrt. Okay. Ich hätte ja natürlich an die Box fahren können. Oh, what the fuck? Mein Bot, als er übernommen hat, hat sich erst bei der Boxeneinfahrt quergestellt. Cool. Richtig guter Typ. Der hat's drauf. Ich hätte natürlich jetzt direkt an die Box fahren können, weil ich wahrscheinlich mit Trocken noch besser bin. Aber man weiß es ja nicht. Und die 1,5 Sekunden habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. 1,5 Sekunden besser, das muss man schon mal mitnehmen. Bei mir läuft es jetzt noch nicht gut. Ja, auf Trocken haust du jetzt nochmal raus. Da fährt... Ich werde safe überholt. Wenn ich jetzt nicht mehr rausfahren würde auf Trocken, dann wäre ich wahrscheinlich Vorletzter oder Letzter. Alter, die Boxeneinfahrt ist ja so hässlich. Die ist ja so klein. What the fuck? Lass mich noch vorher raus. Nein, die lassen mich, glaube ich, nicht vorher raus, sondern holen dich erst rein. Ja, sorry. Oh. Ja, letztes Mal musste ich bei dir auch warten. Es tut mir leid. I'm sorry. Mach mal hin. Und sie könnten halt das Rausfahren schon mal vorbereiten, wenigstens, habe ich schon letztes Mal gedacht. Aber die lassen die Reifen noch eingepackt, die Monitore noch da. Juckt die überhaupt nicht. Ja, die Reifen sind ja eingepackt, weil das Heizdecken sind. Ja, aber sie könnten das ja für die 2 Sekunden schon mal. Beste Runde bei 1 Minute 59,3. Digga. So, also von Runde zu Runde wird das Ganze. Rote hast du jetzt genommen, ne? Ich hab lila, ne? Was? Gibt's doch gar nicht, Alter. Ja, ich überfragt, Mann. Was ist denn los mit dir, ey? Zuschauer haben geschrieben, wir sollen mehr gegeneinander fahren. Echt jetzt? Ja. Also bei mir auf jeden Fall ganz häufig. Das ist gar nicht gelesen. Ja, vielleicht machen wir mal eine Sau gegeneinander. Oder im Team gegeneinander, oder was? Als ob wir im Team gegeneinander fahren. Doch scheiße. Ja, das machen die in echt eigentlich auch nicht. Zumindest in der Regel, da gibt's ja auch immer einen Stallorder. Wir rammen uns ja schon manchmal weg. Ja. Mexiko letztes Jahr. Ja, ja, genau. Ich hab dich halt in Monaco weggeräumt. Und dann... Echt, in Monaco? Ja, natürlich, da hab ich dich doch weggekickt. Ah, stimmt, jo, Alter, stimmt. Aber... Boah, ansonsten, aber sowas vor, das... Ansonsten hab ich dich ja auch doch, nicht viel. Doch, in Großbritannien. Und da bist doch du in mich rein! Ja, Krieg! Aber wärst du nicht da gewesen? Ja, wer... Weißt du, ich will dich vorbeilassen, er fährt ultra raus, ne? Und dann meckert er auch noch. Was ist denn mit dir los? Was hast du denn gesoffen? Boah, jetzt bitte hoffentlich. Leute, macht mir Platz. Der König kommt. Der König. Wie viel der Platz ist denn der König bisher? 19. Bist du der König von Mallorca? Mallorca. Fuck. Ich bin erstmal der König von gar nichts. Aber gleich bin ich hoffentlich der König der Pole. Von Belgien, Alter. Und da fährt gerade ein Ferrari raus. Hm. Nerv mich nicht! Nein! Hamilton, ne? Heiköhn. Ja, aber Hamilton ist auch da. Ich dachte, der hat dich auch aufgehalten. Nee, der nicht. Verpiss dich!
Oh! War das knapp! Junge, wir. Holy shit! Was ist denn bei dir los? Ich will's Alter, sehen! Der hat mir beinahe mein Auto kaputt gemacht! Ich will's sehen! Ja, nein, König, der macht die Autos immer kaputt! Junge! Wie absolut alle auf der Strecke sind! Guck mal auf die Map! Ja, lol! Wie viel Glück ich hatte! Oh, also, Gott. Glück im Anführungszeichen, Raikön war ja da, aber... Ja, ich krieg gelbe Flagge, weil ich zu langsam fahre. Ich will nur Abstand lassen, Alter, ich hab gar keinen Bock auf die jetzt. Oh, ich hab erst gedacht, im ersten Sektor habe ich irgendwie Tropfen gesehen oder so. Ich dachte jetzt, lol, hier auch. Was? Also, nein. Ich hab das Gefühl, es regnet gleich wieder. Aber ich muss ganz schnell meine... Das schlecht gemacht jetzt. Yo! Dann schnell meine Zeit gefahren. Bevor ich sag gar nichts mehr. Ich sag nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Was ist passiert? Ihr werdet mich alle überholen. Nicht mein fucking Ernst. Also ich habe in diesen Links-Rechts-Kurven vor der Stadt Ziel habe ich noch was umgestellt, weil ich es vergessen habe vorher umzustellen, dass ich auf Hotlap und auf Maximum fahre. Und dann bin ich halt einfach geradeaus weitergefahren, weil ich halt umgestellt habe und bin einfach in die Wand gefahren und habe mir fast alles geschrottet. Ey Junge, das war absolut RIP einfach. Ich habe zwei rote Frontflügel und hätte mir fast den Reifen abgefahren. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. 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 Also ich kann euch auf jeden Fall nicht mehr einholen. Alle, die mich jetzt überholen, mein herzlichen Glückwunsch. Stimmt, du hast nicht mehr genug Zeit für eine... Ne. Ich fahre langsam und halt die anderen vielleicht auf. Aber alle, die jetzt eine gezeitete Runde fahren, überholen mich. Ich musste noch eine fahren und dann mache ich so eine Scheiße, ne? Ah, okay, ich breche die Runde ab. Ja, halt die auch mal ein bisschen auf. Ich stelle das einfach nicht früh genug hoch und kack dadurch ab, Alter. Was soll denn die Scheiße? Hülkenberg und Stroll, also du wirst wahrscheinlich echt letzter. Ja, dachte ich mir schon. Puh. So lächerlich. Ich kann nicht langsamer fahren, Mann, sonst kriege ich auch noch eine Gridstrafe. Ich habe auch wirklich nur ganz knapp diese eine hinbekommen. Also ich hätte die andere jetzt die Zeit auch noch zu Ende fahren können, ja, aber... Ey, das war so dumm, ne? Eigentlich hätte ich safe gedacht, mein Reifen ist weg, ne, aber... Hatte ich da hingegen noch mal Glück. Ja, aber dafür startest du mit ganz neuen Reifen. Hey! Hauptsache, du machst dir beim Start dein Auto nicht kaputt. Aber wenn jetzt Alonso und Hülkenberg wirklich als 2 und 3... Nein, ich flieg weg! Start, dann habe ich ja beim Start richtig gute Chancen, ey. Weil das voll langsame Autos sind. Oh. Nein, Gott, das kommt noch. Nein, Bottas, ich habe ihn nicht aufgehalten. Ich halte ihn vielleicht auf. Und Raikön. Oh nicht. Nee, die sind schon jetzt hier gerade, die fahren rein drüber. Okay, Raikön zweiter. Ja, ich habe den noch hier vor mir. Bottas. Ich habe den Ultra aufgehalten. Okay, naja, gut. Einen schneller auf jeden Fall neben mir, Raikön. Ich habe ihn richtig hart aufgehalten nochmal. Mann. Ach, fuck, ich habe gar kein Trinken. Mann, ist das dumm gewesen. Können wir mal ganz, ganz schnell trinken. Ja, ich bin in einer Sekunde wieder da. Das ist ganz wichtig. Vettel ist aber letzter. Cool. Jetzt schreibt mir ein Zuschauer, warte mal. Ich schreibe jetzt mal, ich nehme auf, sonst stört hier die ganze Zeit jemand. Mann, Leute, warum sind wir denn letzter geworden? Das kann nicht sein. Sind wir überhaupt letzter? Vielleicht haben mich ja noch nicht alle überholt. Ich glaube tatsächlich, dass mich nicht alle überholt haben. So, eine richtig geilen abgezockt Jogginghose, Alter. Abgezockt Jogginghose? Ja. Bitte nicht letzter oder so. Wo bin ich? 18. Ocon, wo kommt eine Strafe? Oh, Vettel sogar hinter ja, mir. Ja, hab ich dir gesagt, der ist rausgeflogen. Der ist sogar direkt. Aber ich hab Bottas richtig aufgehalten. Guck mal, der ist Alter. Platz 13 geworden. Der wäre halt echt weit vorne gewesen. Ich habe den in der letzten Kurve, habe ich den 4-5 Sekunden. Oh, was ein Arschkeks. Ja, den konnte ich nicht aufhalten, aber Bottas habe ich so 4-5 Sekunden geklaut, nochmal. Mann! Ja, zwei schnelle Autos. Ey, das ist so lange her. Das sieht so aus. Das ist so lange her, dass ich so schlecht starte. Ja, aber du hast ja ein
passiert ja immer was im Rennen. Also, das war nicht die beste Strecke zum... Also doch, man kann ja eigentlich ganz gut überholen. Ja, man muss nur aufpassen, wo man überholt. Ich schaff das schon, aber ich bin halt saulang da nicht mehr von da hinten gestartet, so, ne? Ja, wenn du dir nicht das Auto so... Beim Start vor allem musst du aufpassen, da hast du nicht zu viel, weil das ist eine echt eng da. Ja, die erste Kurve und so. Boah, ich bin wenigstens da außen, das ist ganz gut. Innen hätte ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ich muss eine gute Strategie fahren. Meine Strategie ist, nach der sechsten Runde schon auf weiß zu wechseln und dann durchzufahren. Was? Was? Echt jetzt? Rot-weiß? Ja. Mir schlägt der gelb-weiß vor. Okay, warte, dann mach... Ja, weil du ja auch... ich muss ja auf Rot starten. Ja, ja, aber ist doch viel besser, finde ich. Oder? Was ist besser? Ja, Rot-Weiß anstatt Gelb-Weiß. Ach, keine Ahnung. Geht. 22 Runden. Immerhin wenig, auch wenn es natürlich ultra lange Runden sind. Ja. Immer. Also die Kilometeranzahl ist meistens ungefähr halt immer gleich, also deswegen gibt es ja unterschiedliche Rundenzahlen. Ja, und immer gleich viel ungefähr fährt. Okay, wir probieren es einfach. Boah, so weit hinten bin ich echt lang nicht mehr gestartet. Und ich find's auch nicht geil. Echt? Boah, hier starten ganz viele mit Gelb. So gefühlt alle. Ja, logisch. Ja, ich dachte, die starten alle auf Rot. Nein, die haben ja andere Taktiken da hinten. Logischerweise. Oh, ich hab so Angst. In welcher Runde gehst du an die Box? 9. Ja, ich gehe schon in 6. 9 auf Gelb, den Rest auf Weiß. Zumindest wenn du vorher... Dir nicht dein Auto kaputt machst. Ja, nee, das werde ich schon nicht, hoffentlich. Ah, bei den Bots weiß man's nie. Ja, wenn die mich wieder rausrammen, ja, aber. Das Wetter sieht momentan gut aus. Hat er mir schön auch gesagt, ja. Cool. Ja, und es gleichzeitig sagt, Alter, wie macht er das denn? Er ist ein Zeitreisender. Ja, nee, der stellt uns halt auf einen Slot. Alter. Irgendwie. Nee, das macht er über nicht. Teamspeak. Der ist ganz kurz hier reingejoint und dann. Okay. Bisschen aufwärmen. Ich hoffe, dass ich sie aufwärme. Ich guck nochmal nach, wie viel wir gerade haben. Leider nur. Meine Reifentemperatur ist so beides. Also es bleibt irgendwie komplett konstant bei. Irgendwie 80. Ja, bei mir auch. Ich komme nicht also so 85 richtig. Also 85 so. Ich komme nicht so. Weiß gar nicht, was dieses. Also Bremsen sieht man ganz klar. Oben ist, glaube ich, die Reifentemperatur. Aber dann ist noch sowas Rundes. Ja. Wo ich keine Ahnung habe, was das bedeutet. Ich weiß es auch nicht. Aber ich komme nicht über die 85. Ach. Oh, das war gerade. Okay, hochstellen. Hochstellen. Ja, ich habe mich beim Hochstellen gerade so krass vertippt. Ja, ich hatte mich letztes Mal auch vertippt. Absolut kalte Reifen habe. Also, weil ich so langsam geworden bin, weil ich, Gott, ich wollte nicht in dieses Übernehmen da reingehen und dann bin ich fast stehen geblieben gerade. Ich hatte mich letztes Mal auch vertippt und bin in die Wand gefahren. Geil. Ja, deswegen bin ich jetzt 18. anstatt 1. So, ich bin bei den Starts. Beim Trainingstart nie als Erster gestartet. Ich bin nie von so weit hinten. Oder lang nicht mehr. Der startet auch schräg, Alter, what the fuck. Viel Glück. Ito. Oh. Geht. Ferrari viel besser als ich, aber... Ja, okay. Ferrari, danke dafür. Ich muss an die Box. Bitte. Nein, Spacken, Alter. Ich meine, es war mein Fehler, aber er ist halt... Ach, keine Ahnung. Ich bin gut durchgekommen. Ich war kurze Zeit Zweiter, aber... Er hat einen besseren Start als ich erwischt, hat mich überholt.
und ist dann auf meine Spur gezogen, also vor mich quasi, und hat abgebremst, weil halt die Kurve kam. Ja, ne? Ja, und dann bin ich halt in ihn reingefahren. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Alles gut gemacht, Partner, hat er mir gesagt. Ist ja cool. Mir hat er eine neue Strategie vorgeschlagen. Was denn? Ja, dass ich jetzt halt reingehe. Ja, okay, aber auch direkt auf Weiß, nee, nee, und dann durchfahren? Nee. Aber hätte ich gemacht, ich meine, ich kann ab der 6. ja auch durchfahren und du fährst eigentlich Reifen schon da. Ja, also ich kann es ja noch einstellen, oder nicht? Ja, ich würde das versuchen. Okay, Problem. Hast du keinen extra Boxenstopp gemacht? Ich meine, du gehst Reifen schon, oder? Ich meine, 6 Runden sind, also sind lange Runden, ja, ja. Aber ich meine, okay, wir ob du dann nochmal auf Rot Gelb oder so nochmal auf Rot, genau, ja. Wir probieren. Das macht dann hinterher keinen Unterschied, aber du kannst ja jetzt probieren. Es ist so hässlich, mit dem Frontflügel zu fahren. Ich hoffe, dass es jetzt macht. Nee, nee, links. Ich habe jetzt auch eingestellt, dass er den Frontflügel wechseln soll und auf Weiß. Ich hoffe, dass er es macht. Beides. Boxenstopp. Und ich fahre rein. Boah, ich muss so langsam reinfahren, das ist so hässlich. Oh fuck, die Kamera ist gerade ausgegangen. Oh, das passt ja. Synchro hier am Start. Perfekt, alles richtig gemacht. Okay, er haut mir Weiß drauf, sie haben es gecheckt. Frontflügel wird gewechselt, haben sie auch gecheckt. Sehr gut, immerhin, das haben sie gemacht. Los, los, los. 8,1 gebraucht. So. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Lego! Und dann bin ich ja mal gespannt, wo du dich jetzt noch hinarbeitest. Wir wollen natürlich eigentlich mit Ferrari noch weiter hier aufholen, ne? Mit Ferrari? Ja, genau. Nicht mit Ferrari. Gegen Ferrari. Sondern gegen Ferrari aufholen. Ja, ich bin auch mit gespannt. Mit Red Bull. Also so eine Ausgangslage hatte ich jetzt, wie gesagt, lang nicht mehr. Letzter Platz, ganz weit weg von den anderen. Oh. Mit weißen Reifen auch noch. Randstein. Elegant geschlittert, würde ich das nennen. Und trotzdem den lila Sektor geholt. Alter, ich bin krass. Oh ey, erstes Rennen hier, um 3:30 muss ich mich jetzt so konzentrieren, ne? Das ist doch unglaublich. Mit weißen Reifen hier einholen. Oh mein Gott, holy shit, war das knapp. Also schon mal die weißen Reifen schön für mich testen und sagen, ob die geil sind. Oh, ich mach das. Erstmal ein bisschen warm fahren, dann sag ich dir ja später mal, was so geht. Alter, ich hab schon gut Abstand. Wenn sich das Feld so gut auseinanderzieht, komme ich glaube ich nicht im Verkehr raus, wenn ich an die Box gehe. Wobei das Feld da hinten aber noch ziemlich aneinander ist. Ja, das ist für mich ganz aber gut, vielleicht halten die sich ein bisschen auf. Hamilton und Raikön sind ziemlich dicht aneinander. Zwischen uns ist dann eine riesige Lücke und zwischen denen und dem ganzen Feld, was wirklich 1A noch in der Linie zusammenfährt, ja. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn recht viel Platz. Ja, wie gesagt, vielleicht ist das so mein Vorteil. Dass die sich ein bisschen aufhalten da in dieser ganzen Kette. Bottas ja auch irgendwo mittendrin. Ich komme auf Platz 4 bei irgendwie dann raus, wenn ich an die Box gehe. Bottas irgendwo mit drin. Vettel immer noch 18. jetzt. Der hat meine Position eingenommen. Was, dass der noch nicht weiter vorne ist. Hätte ich eigentlich fest gedacht. Ja, scheinbar nicht. Natürlich muss ich mich auch ein bisschen jetzt auf den Reifen auf der Strecke einfahren. Bin ja jetzt nur im Regen mit Regenreifen gefahren. Hier die Kurve muss ich deutlich besser nehmen. Wenn ich die besser nehme, dann sieht es gar nicht schlecht aus.